Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich suche hier auf meinem Kanal für euch nach Schnäppchen. Das tue ich auf verschiedenen Internetseiten wie bei den Discountern von Lidl und Aldi, aber auch bei Kaufland oder gehe auch wirklich irgendwo auf Schnäppchensuche für euch und schaue immer mal, welchen Deal des Tages man letztendlich hier ergattern kann. Das sind teilweise Angebote, die teilweise sogar nur 24 Stunden gültig sind oder nur Stückzahl begrenzt oder nur 2-3 Tage oder eben so lange da, wenn weg, dann weg. Da kann man bis zu 30, 40, 50 oder auch 70% entsprechend einsparen. Die Artikel sind im Prinzip fast unbegrenzt. Das heißt, ich beschränke mich hier jetzt nicht auf Technik oder auf Haushalt oder auf sonstige Dinge, sondern versuche eigentlich hier ein sehr breites Bild entsprechend von Schnäppchen anzubieten. Darum lohnt es sich immer, hier entsprechend reinzuschauen. Abonniert gerne den Kanal, dann seid ihr im Prinzip bei jedem Schnäppchen mit dabei. Und dann zeige ich euch jetzt mal, worum es heute geht. So, für alle Leute, die ihre Nachbarn so richtig schön ärgern wollen und denen auf den Keks gehen wollen, gibt es hier im Aldi Online-Shop einen Elektro-Laubsauger bzw. einen Elektro-Laubbläser. Das heißt also, das Ding ist ein 2-in-1, eigentlich sogar ein 3-in-1 Gerät, weil es hat auch noch einen kleinen Häcksler eingesetzt. Das könnt ihr hier auf den Fotos sehen. Ich zeige euch das mal gerade etwas genauer. Das heißt also, einmal könnt ihr damit Laub saugen und Laub blasen. Und hier ist dieser kleine Häcksler in der Öffnung. Damit könnt ihr das Laub, wenn ihr das einsaugt, auch noch etwas zerkleinern. Und der Vorteil ist, ihr habt auch noch so einen kleinen Sack da dran. Hier unten ist das. Das heißt, ein 45-Liter-Sack ist das. Und damit könnt ihr, wenn ihr das auf Laub saugen stellt, könnt ihr das durch den Häcksler schicken, klein machen und gleichzeitig hier in den Sack rein tun, dann könnt ihr das auf den Komposthaufen dann entsprechend dann drauf tun. Eine praktische Geschichte, finde ich, funktioniert mit Strom. 3000 Watt sollte eigentlich genug sein von der Leistung her und auch von der Lautstärke für den Nachbarn. Ein sehr interessantes Gerät, wie ich finde. Kostet hier bei Aldi 84,99 und ist begrenzt hier, glaube ich, bis zum 30.10. Ich habe hier mal die Produktdetails aufgerufen, 3-in-1-Lösung, saugen, blasen, häckseln. Die Blasgeschwindigkeit ist maximal 300 Stundenkilometer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist also so eine heftige, also er muss schon ein bisschen was dann aus dem Garten und aus dem Gehweg, vom Gehweg weg arbeiten können. Das auf jeden Fall. Messerabstand 2 cm. Das Volumen, Luftvolumen bis zu 16 Kubikmetern pro Minute, Leistung ist 3000 Watt, genau, und der Fangsack hat 45 Liter das Gerät wiegt knappe 4 Kilo. Bedienungsanleitung ist mit dabei, der Laubsauger bzw. Laubbläser, Garantiekarte und dann haben wir hier auch noch, finde ich immer sehr interessant, kann man sich vorher mal anschauen, die Bedienungsanleitung, natürlich auf Deutsch. Hier könnt ihr das Gerät halt entsprechend sehen, wie das aufgebaut ist, welche Einzelteile das hat und so weiter und so weiter. Und könnt dann hier unten auch nicht nur die Sicherheitsbedingungen sehen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern eben auch die Wartung und könnt euch anschauen, wie das Gerät, wenn es mal Probleme macht, halt entsprechend zu handhaben ist. Garantie ist natürlich auch entsprechend mit dabei. Wie gesagt, Preis 84,99. Ich habe jetzt mal geschaut bei Amazon und habe jetzt genau den Laubbläser nicht gefunden, sondern habe hier einen anderen, der aber auch 3000 Watt hat und mir im Prinzip fast identisch aussieht. Und der liegt vom Preis her wesentlich interessanter. Das heißt also, dieser Deal des Tages muss wahrscheinlich verschoben werden, weil die Hälfte, hier ist auch ein 45 Liter Fangsack dabei. Die Geschwindigkeit ist nicht 300 Stundenkilometer, sondern 270. Ich glaube, das wird nicht so viel ausmachen. Hier 3-in-1, 3000 Watt mit Schultergurt. Und hier könnt ihr auch sehen, wie das Teil aussieht. Hier nochmal 15.000 Umdrehungen hat das Teil maximal. 3000 Watt Leistungsaufnahme. Hier könnt ihr das Gerät bei der Arbeit sehen. Unten hat er Rollen. Das heißt, ihr müsst das nicht nur in der Hand halten und hochhalten, sondern ihr könnt das im Prinzip über den Boden rollen. Hier seht ihr nochmal die
Einzelheiten, hier sind noch, ich verlinke euch natürlich sowohl den Online-Shop von Aldi als auch hier jetzt diese Geschichte von Amazon, verlinke ich euch natürlich, da könnt ihr dann in Ruhe mal reinschauen. Finde ich aber schon interessant, dass der hier um die Hälfte billiger ist. Ich weiß nicht, wo jetzt hier der Unterschied sein soll, aber das könnt ihr ja auch selber entsprechend rausfinden. Das war die Vorstellung Elektrolaubsauger, Elektrolaubbläser von der Firma Yard Forst im Aldi Online-Shop und schaut da einfach mal in Ruhe rein, ob da was für euch mit dabei ist. Ja, wie ich finde, ein super Schnäppchen, vielleicht auch was für euch. In der Videobeschreibung unter diesem Video findet ihr immer zwei, drei Ersatzprodukte, falls das Produkt, das ich hier vorgestellt habe, weil es ja immer sehr knapp nur angeboten wird, schon vergriffen ist. Da könnt ihr gerne auf die Links klicken und da habe ich für euch auch noch ein paar andere Produkte rausgesucht, die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, zumindest meiner Meinung nach, wirklich lohnenswert wären. Und ihr findet auch Links darunter zu meinem Hauptkanal 24/7 Top Tipp, wo ich über 600 Review-Videos, Unboxing, Langzeittests und so weiter gemacht habe. Hier auf dem Monitor läuft so das eine oder andere davon. Nicht jedes Produkt, das ich euch hier in dem Kanal vorstelle, habe ich auch getestet. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, immerhin 600 Videos findet ihr auf meinem Hauptkanal und ich setze euch dann immer entsprechend die Videos bzw. den Link zu den Videos hier entsprechend drunter. Und wenn ihr kein Schnäppchen mehr verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich bin hier bei YouTube ja auch auf eure Unterstützung angewiesen. Und dann würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Und in den Kommentaren könnt ihr euch gerne auch über das Format, das ich hier präsentiere, über die Produkte, die ich hier präsentiere, über die Erfahrungen, die ihr vielleicht mit ähnlichen Produkten gemacht habt, gerne euch auslassen. Ich mische mich auch gerne in die Diskussion mit ein. Und bis dahin, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.